Glauben Sie an Zufälle? Bei meinem nächsten Gast ist es so, dass er zumindest ein bisschen zweifelt. Denn wann immer Andrea Böhm auf ein kleines Wunder hoffte, lief ein ganz bestimmtes Lied im Radio. Und darüber werde ich jetzt mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, Andrea Böhm. Da ist sie. Hallo, Andrea. Hallo. Bei dir kann man ja sagen, dass es so war, dass das Lied dich gesucht hat und nicht du das Lied. Genau. Wie kann man sich das vorstellen? Ja. Ich glaube, es hat was mit einem zu Ende gegangenen Arbeitsverhältnis zu genau. tun. Mein Wunder fand eigentlich statt im Dezember 2014. Aber begonnen hat die Geschichte im Dezember 2013. Der Arbeitsvertrag lief aus. Ich war wie in Trance, total geschockt, habe meine persönlichen Dinge aus dem Büro geholt und bin dann vom Hof der Agentur für Arbeit Schwäbisch Gmünd, das darf ich jetzt sagen, gefahren und konnte es nicht fassen. Und habe dann das Radio angemacht, wie ich das immer mache. Und auf einmal lief Nena, Wunder geschehen. Mhm. Und ich denke noch so, ja genau, da muss ein großes Wunder geschehen. Ich gehe jetzt in eine Arbeitslosigkeit, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Und da ging es nicht nur um eine Existenz, es war einfach der Job an sich. Es waren die Menschen, es war meine liebe Kollegin, es war ja so ein ganzheitliches Ding, was mir das Herz fast gebrochen hat. Das kann ich wirklich nicht anders sagen. Und 4 Wochen später geschah erstmal ein kleines Wunder. Mein ehemaliger Chef rief mich an und sagte, Mensch, Frau Böhm, wie sieht's aus? Eine Befristung, eine nächste Befristung? Dann habe ich gesagt, okay, ja, ich mach's. Habe auch einen weiten Weg auf mich genommen, Anreise, Abreise jeden Tag. Und auf den Tag, ein Jahr später, wurde ich entfristet. Das Wunder ist geschehen und was ganz kurios war, dieses Lied von Nena im Dezember 13, ich habe es bis November 14 nie mehr wieder auf SWR 4 gehört, es kommt jetzt auch nicht so oft, andere Lieder werden rauf und runter gespielt, dieses Lied nicht. Und ich hatte mein Vorstellungsgespräch und es haben sich ganz viele für diese entfristete Stelle beworben und ich habe echt alles gegeben. Ich habe geschwitzt, aber auch die Kommission hat geschwitzt, das war wirklich, das war hardcore. Und ich fahre nach Hause und mache wieder das Radio an, wie immer, und habe das wirken lassen. Und dann kam Nena. Und dann habe ich geweint. Also während der Autofahrt, ich bin dann echt rausgefahren, weil das hat mich dermaßen ergriffen. Und dann eine Woche später oder zwei wieder Wunder geschehen. Und einen Tag später kam der Anruf, Frau Böhm, Sie sind jetzt dabei. Und das war im Dezember 14. Inzwischen, für mich hätte sich echt nichts Besseres auftun können als dieser Job. Damals noch ein Job bei der Bundesagentur für Arbeit. Heute bin ich Führungskraft, ich bin Teamleiterin, ich arbeite in Stuttgart. Also aus diesem, das ist ein ganz großes Wunder daraus entstanden. Und deswegen hat Nena für mich wirklich, also wenn ich das Lied höre, Gänsehaut pur. War dir denn beim ersten Mal schon klar, dass da irgendwas, eine gewisse Energie herrscht zwischen dem Lied und deinem Schicksal? Nein. Also 4 Wochen später, nachdem ich die nächste Befristung starten durfte, da war das so wie, da lief doch das Lied. Aber als dann am selben Tag, als ich mich, ich weiß nicht mit wie vielen Leuten auf diese Stelle beworben habe, es wieder lief, da war das dann so ein bisschen, das habe ich dann auch so. Schon, genau. Ja, wurdest du aufmerksam. Genau, ja. Das sind halt einfach Dinge, die kann man nicht erklären. Die sind zwischen Himmel und Erde, die passieren einfach. Und mir ist es passiert, ja, dieses große Wunder. Und seitdem ist das für mich, hat es einen ganz hohen Stellenwert. Also ich finde Nena generell toll, ja, aber es hat mich halt begleitet, Neue Deutsche Welle. Da gab es ja tolle Künstler generell. Ja. Aber wie gesagt, das war der Meilenstein, Wunder geschehen. Das ist dein Herzschlag-Moment, ein Lied. Genau. Von Nena, Wunder geschehen. Liebe Andrea, glaubst du denn jetzt an Wunder? Ja. Das ist eine ganz klare Antwort. Ich habe da auch eine ganz klare Meinung dazu. Wunder geschehen. Ich hab's gesehen, es gibt so vieles, was wir nicht verstehen. Wunder geschehen, ich war dabei. Wir dürfen nicht nur an das glauben, was wir sehen. Vanessa. Auch das Schicksal und die Angst kommt über Nacht. Ich bin traurig, gerade hab ich noch gelacht und an sowas Schönes gedacht. Wunder geschehen, ich hab's gesehen. Es gibt so vieles, was wir nicht verstehen. Wunder geschehen.
war dabei. Wir dürfen nicht nur an das glauben, was wir sehen. Immer weiter geradeaus, nicht verzweifeln. Denn da holt dich niemand raus, komm, steh selber wieder auf. Wunder geschehen, ich hab's gesehen. Es gibt so vieles, was wir nicht verstehen. Wunder geschehen, ich war dabei. Wir dürfen nicht nur an das glauben, was wir sehen. Wunder geschehen. Ja, meine Damen und Herren, jetzt möchte ich Danke sagen. Danke meinen Gesprächspartnern für diese emotionalen Unterhaltungen. Danke an meine Band und danke Ihnen zu Hause, dass Sie uns Ihre Augen, Ohren und Herzen geöffnet haben. Und eine Bitte habe ich noch. Glauben Sie an Herzschlagmomente? Lassen Sie sie zu! Yeah. Wunder geschehen. Ich hab's gesehen. Es gibt so vieles, was wir nicht verstehen. Wunder geschehen. Ich war dabei. Wir dürfen nicht nur an das glauben, was wir sehen. Let's do it! Dankeschön, vielen Dank. Herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Danke, Vanessa.